Das ist Wandelsicher, der Podcast übers Leben, präsentiert vom Hilfswerk Steiermark. Mein Name ist Alexandra und ich bin deine Gastgeberin. Das Leben ist lebendig und deshalb immer von Wandel betroffen. Es fordert uns heraus, uns weiterzuentwickeln. Regelmäßig sprechen wir mit großartigen Persönlichkeiten rund um das Hilfswerk über die Wandlungen in ihrem Leben. Wir erzählen ihre individuellen Geschichten, Werdegänge und Lebenserfahrungen. Was hat Kinder und Jugendliche in der Pandemie belastet? Wie können Eltern mit Jugendlichen, die sich in der Autonomiephase befinden, gut umgehen? Warum es wichtig ist, sich als Eltern Auszeiten zu gönnen und was für Kinder und Jugendliche relevant ist? Das und vieles mehr gibt's in der aktuellen Podcast-Folge Wandelsicher durch das Leben mit Christine. Ich spreche heute mit Frau Dr. Kopp. Sie ist Kinder- und Jugendpsychiaterin im Kinder- und Jugendpsychiatrischen Zentrum in Feldbach, abgekürzt auch als KIJUZ bekannt. Schön, dass Sie hier sind. Was beschäftigt Sie derzeit am meisten und worüber denken Sie momentan viel nach? Guten Tag, danke für die Einladung. Was mich im Moment am meisten beschäftigt, ist es, den psychisch kranken Kindern und Jugendlichen in der Versorgung gerecht werden zu können. Es gibt sehr viele Kinder und Jugendlichen, denen es auch geschuldet natürlich durch die Pandemie nicht gut geht. Und ich merke, dass meine Arbeitszeit in keinster Weise ausreicht, um eigentlich den großen Bedarf zu decken. Hängt auch stark mit den Ressourcen der Kinder- und Jugendpsychiatern in der gesamten Steiermark zusammen. Was bedeutet das? Es gibt einfach zu wenig Kinder- und Jugendpsychiater, um die Kinder und Jugendlichen adäquat versorgen zu können. Wie hoch wäre der Bedarf? Der Bedarf an kinder- und jugendpsychiatrischer Versorgung, an psychologischer Diagnostik ist riesengroß in den Bezirken. Ich bin sehr froh, beim Hilfswerk Steiermark tätig sein zu können und dass von den Gesundheitsfonds und dem EKK unterstützt worden ist, dass in Regionen der Steiermark, das Hilfswerk ist zuständig für den ehemaligen Bezirk Südoststeiermark und Fürstenfeld, dass hier eine kostenlose Versorgung für Kinder und Jugendliche und ihre Familien mit angeboten wird. Wie ist Ihr Eindruck, was hat sich im letzten Jahr gerade durch die Pandemie in Ihrem Bereich sehr stark verändert? Nach dem ersten Lockdown war deutlich zu merken, manche Kinder waren durch die Pandemie entlastet. Welche Kinder? Viele, die zum Beispiel Angststörungen hatten, wenn die Ängste schulbezogene Inhalte hatten. Soziale Ängste, Prüfungsängste, Angst vor der nächsten Schularbeit, Angst vor großen Gruppen zu sprechen, Referate zu halten. Diese Kinder waren kurzfristig entlastet. Kinder, die zu depressiven Erkrankungen geneigt haben, haben seit dem ersten Lockdown ganz klar eine Verschlechterung ihrer Symptomatik gezeigt. Kinder und Jugendliche, die sowieso schon Angst hatten zu erkranken, dass ihren Lieben etwas passiert, dass den Eltern etwas passiert, waren natürlich sehr belastet. Mit Zunahme der Pandemie war einfach beobachtbar, dass Kinder und Jugendliche, die eigentlich psychisch stabil sind, viele Ressourcen haben, dass da die Stimmung gekippt ist. Und in letzter Zeit werden mir Kinder und Jugendliche vorgestellt, die wirklich konkrete Suizidideen haben. Das kann ich in einem Ausmaß beobachten, was ich vorher nie gesehen habe. Wirklich eine Verzweiflung der Jugendlichen. Sie halten den Lockdown nicht mehr aus, sie können die Freunde nicht mehr treffen. Die Kinder und Jugendlichen erleben sich im Homeschooling überfordert, kommen nicht mehr mit, verschlafen den Start, wo es ins Homeschooling geht, per Video, oder schalten sich gar nicht erst dazu, wenn die Klasse virtuell verbunden ist. Das heißt, eine sehr große Verzweiflung, vor allem bei den Jugendlichen. Es gehört zur normalen Entwicklungsphase der Jugendlichen dazu, die Identitätsfindung, aber auch Autonomiebestreben, die Ablösung von den Eltern. Und wenn man jetzt in der Pandemie zusammengeschweißt ist mit seinen Eltern, sind diese Prozesse einfach schwer möglich und die Jugendlichen resignieren komplett. Das klingt besorgniserregend. Gibt es darüber hinaus Erkrankungen, die im letzten Jahr zugenommen haben? Während der Pandemiezeit haben auch Essstörungen stark zugenommen. Viele Essstörungen haben eine ganz starke systemische Komponente. Das heißt, wenn das eigene Kind nicht isst, macht das auch ganz viel mit den Eltern. Das ist, glaube ich, eines der schlimmsten Dinge für Eltern, die es gibt, wenn man denkt, sein Kind verhungert neben mir und ich kann nicht helfen. Das heißt, das löst ganz starke Emotionen aus, das dann eine ganz starke Dynamik macht.
macht innerhalb der Familie. Und so erleben wir eine Zunahme von Essstörungen. Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass man sich genau den Internetkonsum der Kinder und Jugendlichen anschauen muss. Besteht hier wirklich schon eine Abhängigkeit oder nicht? Ist das zu viel oder nicht? Und wir erleben schon, dass die Computerspielzeiten vor allem bei Burschen auch zunehmen. Wir erleben auch, dass das ein Problem wird. Diesbezüglich, glaube ich, wird sich erst in den folgenden Jahren dann einschätzen lassen, was das wirklich für Auswirkungen hat, wenn ich viel vor dem Computer sitze, was das mit dem Körper macht, mit dem Bewegungsapparat, mit unserem Sehvermögen. Also da wird sich noch viel tun und herausstellen. Neben den Belastungen für Kinder und Jugendliche sind wahrscheinlich auch die Belastungen innerhalb von Familien gestiegen. Was dazu kommt, sind natürlich die innerfamiliären Belastungen, Belastungen, die Jugendlichen ausgesetzt sind, dadurch, dass finanzielle Sorgen vielleicht da sind bei den Eltern. Wenn man auf engstem Raum zusammenlebt, und es ist vor allem in Städten ein Thema, wenn ich vielleicht nur eine Wohnung habe ohne Grund, das heißt, es ist Streitbeziehung zwischen den Eltern ein Thema, oder wenn es sich um alleinerziehende Elternteile handelt, eine große Überforderung, wie geht's weiter, und diese Themen belasten die Kinder und Jugendlichen. Was auch anzumerken ist, dass oft die sozialen Medien, das Handy ein wichtiges Kommunikationsmedium ist für die Jugendlichen, wie sie soziale Kontakte halten können. Und da erlebe ich oft dann eine Diskrepanz, dass Eltern zu mir kommen, vorstellig werden und sagen, mein Kind ist mediensüchtig, wobei genau im Nachfragen sich aber herausstellt, dass die Jugendlichen so Kontakt halten zu ihren Freunden, wo der Medienkonsum eigentlich kein pathologischer ist. Jugendliche kapseln sich also ab. Warum braucht es eine dritte Person, um dieses Verhalten zu hinterfragen? Sprechen Jugendliche gar nicht mehr mit den Eltern? Wenn Eltern mir diese Frage stellen, dann beantworte ich sie mit dem, dass das ganz normal ist. Es ist ganz normal, in einem gewissen Alter seine Probleme, die Dinge, die einen beschäftigen, nicht mit den Eltern zu teilen. Und man muss auch sagen, in der Pubertät, im Jugendalter, ist die Peer Group, das heißt die Gruppe der Gleichaltrigen, enorm wichtig. Wichtiger als die Eltern für manche Jugendliche sind. Und das ist eine normale Entwicklung. Und oft ist es so, mit einer dritten Person, mit einer neutralen Person, redet sich es einfach leichter, weil zwischen Elternteil und Jugendlichen der Konflikt schon da ist. Ich erlebe oft, dass die Kommunikation zwischen Jugendlichen und Elternteil verzerrt ist, dass es hier schon dysfunktionale Muster gibt, wo keine normale Gesprächsbasis mehr möglich ist. Und wo es oft ganz wichtig oder interessant sein kann, sich von einem Dritten coachen zu lassen. Haben Sie neben dem Coaching Empfehlungen oder Tipps für Eltern? Was könnten Sie Eltern diesbezüglich mit auf den Weg geben? Das Wichtigste ist, den Kindern und Jugendlichen gut zuzuhören, auch gut auf die nonverbalen Signale zu achten, die Privatsphäre ihrer Kinder zu respektieren. Ich erlebe oft, dass Jugendliche sagen, es ist ganz schlimm für mich, wenn meine Mama ohne anzuklopfen in mein Zimmer kommt. Wichtig ist zu akzeptieren, dass es eine normale Phase ist, sich von den Eltern abzulösen. Und oft ist es als Elternteil einfach schwer zu akzeptieren, schwer wahrzunehmen. Mein Kind ist schon 13, mein Sohn ist schon 14 und wird jetzt schon erwachsen. Viele Jugendliche schildern mir auch, dass sich die Kommunikation zu Hause ausschließlich um die Schule dreht. Die Jugendlichen werden gefragt, hast du das schon gemacht? Bist du damit schon fertig? Und Jugendlichen sagen mir, ein anderes Gespräch ist mit der Mama gar nicht mehr möglich. Ganz interessant finde ich auch, dass mir Jugendliche sagen, die Mama ist dauernd nur am Handy. Ich würde mir wünschen, dass wir mal ein Brettspiel miteinander spielen. Was in vielen Familien vielleicht auch arbeitsbedingt ein bisschen untergeht, ist, dass man sich gemeinsam zu essen zusammensetzt. Ich finde es wirklich ganz wichtig, dass man zum Beispiel sich gemeinsam zum Abendessen hinsetzt. Und was dann noch wichtig ist, ist keine Schulthemen zu thematisieren. Das heißt, wirklich zu sprechen und wie geht's deinen Freunden, was machen wir am Wochenende, hast du Lust, wir würden einen Ausflug machen, magst du mitmachen oder willst du lieber was mit deinen Freundinnen unternehmen oder möchten die Freundinnen gerne mitfahren? Also wichtig ist es, eine neutrale Gesprächsbasis zu finden. Was ich auch noch sehr wichtig für Eltern halte, ist, dass sich die Eltern selber ab und zu eine Auszeit gönnen. Ich kann nur neutral meinem Jugendlichen gegenübertreten, ich kann meinem Jugendlichen nur gut zuhören, wenn es mir eigentlich selber gut geht. Also ich finde es wichtig, dass die Eltern sich selber eingestehen können oder dass die Eltern auch einmal sagen können, ich brauche jetzt eine Stunde für mich, ich gehe jetzt eine Stunde alleine spazieren und die Kinder darüber aufklären, was kannst du dabei machen. Die Mehrbelastung trifft ja sehr oft die Mütter. Das heißt, da ist es ganz wichtig, auf sich zu hören, was einem gut tut und sich aber auch Unterstützung zu holen. Das heißt, das Kind vielleicht, wenn es möglich ist, wirklich in die Nachmittagsbetreuung zu geben
obwohl ich es eigentlich selber versorgen könnte zu Hause. Aber einfach, um sich einen Freiraum zu schaffen. Also ich denke, dass das oft ein Tabuthema ist für viele Mütter, weil viele Mütter sagen mir, ich bin die Mama, es ist meine Aufgabe, mein Kind zu betreuen. Und ich bin eine schlechte Mutter, wenn mein Kind von jemand anderem betreut wird, während ich eigentlich Zeit habe. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Mütter werden heute in der Gesellschaft gerne für alles kritisiert, was sie tun. Also man kann es nicht allen recht machen. Entweder arbeitet man zu viel oder man arbeitet zu wenig. Man nimmt sich zu viel Zeit für sich selbst oder zu wenig. Man muss, wie Sie sagen, sicher ganz, ganz stark auf sich selber hören und auch schauen, was einem gut tut. Es gibt übrigens Querverweis eine andere Podcast-Folge mit Sonja Rinesel, Einsatzleitung. Mobile Dienste Graz Antritt, sie spricht über die Herausforderungen von alleinerziehenden Müttern und ermutigt auch, ein bisschen gesunden Egoismus an den Tag zu legen und mit den Kindern viel in Austausch auch darüber zu gehen. Wie können oder wo können Eltern sich jetzt konkret Hilfe und Unterstützung suchen? Wir im Kinder- und Jugendpsychiatrischen Zentrum in Feldbach merken ganz stark, dass eine sehr hohe Nachfrage besteht. Wer sind wir? Ich als Kinder- und Jugendpsychiaterin bin dort tätig, Psychologen und eine Ergotherapeutin. Die Wartezeit beträgt leider fast 4 Monate. Natürlich ist es so, dass wir für akute Fälle uns verantwortlich fühlen und vor allem die Psychologen Journaldienste haben, wo sich Eltern einmal beraten lassen können. Im Journaldienst kann auch geklärt werden, sind wirklich wir die richtige Adresse oder braucht es etwas anderes? Wir haben leider keine Psychotherapie im Team. Das heißt, erfolgt hier eine Weiterverweisung oder braucht es für die Eltern etwas anderes? Ist es notwendig, Kontakt zur Kinder- und Jugendhilfe als Unterstützung aufzunehmen oder ähnliches? Zum vorherigen Thema möchte ich noch anfügen, dass das Selbstvertrauen der Eltern oder der Mütter ein ganz ein wichtiger Punkt ist. Ich erlebe auch oft, dass Elternteile verunsichert sind, ob das, was sie machen, einfach richtig ist. Das ist auch oft eine Fragestellung, die an uns herangetragen wird. Passt das so, wie ich tue? Ist mein Kind normal? Passt das, wie ich mich verhalte? Da gibt es auch ganz interessante Studien dazu. Wenn Mütter wenig Selbstvertrauen haben, was macht es mit den Kindern? Und da hat man festgestellt, dass diese Kinder sehr oft Angststörungen entwickeln. Oder auch im Kindesalter motorische oder sprachliche Auffälligkeiten haben. Also das finde ich schon sehr interessant. Da würde ich mir wünschen, dass die Eltern zum Beispiel frühzeitig zu uns kommen. Wir erleben das oft, dass wir Eltern dann stärken. Wir auch zum Beispiel Mutter-Kind-Interaktionsvideos drehen, wo wir uns anschauen, wie ist die Interaktion. Und sehr oft stellen wir fest, das passt alles perfekt. Dann stärken wir die Mutter in dem, wie sie agiert. Und es wirkt sich positiv auf die Entwicklung des Kindes aus. Ein wichtiges Thema ist auch Grenzsetzungen, den Kindern Regeln und Grenzen zu geben. In der heutigen Gesellschaft scheint es ein bisschen verpönt zu sein, Grenzen zu setzen, den Kindern Regeln zu geben, wobei ich ganz klar sagen muss, Kinder brauchen Regeln und Grenzen für ihre Entwicklung. Eine Regel, eine Grenze gibt auch Sicherheit. Wenn ich weiß, wenn ich das mache, passiert das, ist das etwas Vorhersehbares in einer unvorhersehbaren Welt. Das heißt, das gibt mir Sicherheit. Und hier sind Eltern ganz stark verunsichert. Sie wissen auch nicht, wie mache ich das. Vielen Eltern fehlt vielleicht das Repertoire. Was kann ich tun? Welche Erziehungsmittel kann ich anwenden? Ich habe mal mit meiner Mama darüber geredet, was für sie Erziehung ist. Und meine Mutter hat zu mir gesagt, Erziehung ist für sie in erster Linie Liebe und Bauchgefühl. Was ist Ihrer professionellen Meinung nach der Schlüssel zu einer guten Erziehung? Also ich finde die Antwort Ihrer Mutter genial. Ich glaube, das trifft es genau. Liebe und Bauchgefühl. Ich habe mir auch überlegt, Hausverstand ist auch ganz wichtig. Wichtig finde ich es auch, dass jeder Elternteil für sich nachdenkt, was hat mir als Kind oder Jugendlichen gut getan und was hat mir nicht gut getan. Was möchte ich meinem Kind weitergeben, was möchte ich nicht weitergeben. Ein wichtiges Thema ist für mich eine sichere Bindung. Das heißt, ich begrüße sämtliche Programme, die sich damit auseinandersetzen, schon Schwangere und ihre Partner zu coachen. Eine gute Erziehung fängt für mich an dem Punkt schon an. Erziehungsförderung, Selbstwertstärkung der Eltern. Je früher es beginnt, desto besser ist es. Desto sicherer werde ich mir selber. Wie sehr muss ich als Elternteil eigene Unsicherheiten oder Ängste vor meinem Kind verbergen? Ist es meine Pflicht, sogar als Elternteil der Fels in der Brandung für das Kind zu sein und alles von ihm fernzuhalten?
Ich finde es wichtig, dass man als Elternteil Lösungen vorlebt und auch handlungsfähig bleibt. Was heißt das? Wenn ich ein Problem habe, dass ich daran nicht verzweifle, sondern dass ich schaue, wie ich es lösen kann. Ich kann Ängste haben, ich kann mir unsicher sein, aber wirklich, wenn man mit dem Kind darüber spricht, dann sagen, okay, ich weiß jetzt nicht, wie ich das lösen kann, aber ich werde mir Unterstützung holen. Ich werde daran arbeiten, dass wir eine gute Lösung finden. Das heißt, ich finde es ganz wichtig, nicht in der Verzweiflung verharren zu bleiben. Dass mich die Verzweiflung lähmt, sondern dass ich meinen Kindern schon vorlebe, für Probleme gibt es Lösungen. Sie haben ja erwähnt, dass es ganz normal ist, dass Jugendliche auf einer Sinnsuche sind. Haben Sie für sich schon den Sinn des Lebens entdeckt? Also ich glaube, für mich hat sich herauskristallisiert, dass mein Sinn des Lebens ist, Eltern dabei unterstützen, wie sie ihr Potenzial entwickeln können, um ihre Kinder und Jugendliche selber gut unterstützen zu können. Wenn ich Elterngespräche führe, ist es mir wichtig, dass ich den Eltern konkret keine Ratschläge gebe, dass die Eltern selber herausfinden, was kann ich tun, was sind meine Möglichkeiten und wie kann ich das umsetzen. Denn der Sinn meines Lebens hat sich herausgestellt, ist es, Eltern hierbei zu unterstützen. Persönlich kann ich nur sagen, ich finde es sehr bewundernswert, wenn man seinen Lebenssinn darin findet, andere zu unterstützen und andere unterstützen zu können, überhaupt dazu in der Lage zu sein. Und das finde ich sehr wertvoll, dass es Menschen gibt, die das tun. Ich sehe nur für mich im Moment, dass ich sehr aufpassen muss mit meinen eigenen Ressourcen. Und ich merke, dass ich aufgrund der beruflichen Belastung wirklich gut auf mich Acht geben muss. Das kann ich mir gut vorstellen. Haben Sie für sich Lösungswege gefunden, die gut funktionieren, wo Sie sagen, da gelingt mir die Abgrenzung gut oder das brauche ich für mich, um meinen Akku wieder gut aufladen zu können? Ich merke, dass ich meine Akkus am besten aufladen kann bei Spaziergängen in der Natur, im Wald. Ich habe auch einen Hund, der jetzt ein Jahr alt ist. Das ist mein großes Hobby und Spaziergänge mit meinem Mann und meinem Hund sind mir enorm wichtig. Da kann ich zur Ruhe kommen und wirklich gut abschalten. Ich muss auch sagen, dass ich die Fähigkeit, gut abschalten zu können und mich abzugrenzen, schon sehr, sehr früh erworben habe. Und ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, um meinen Beruf überhaupt gut ausüben zu können. Weil es werden wirklich sehr massive Themen an mich herangetragen und ich könnte meinen Beruf nicht weiter ausüben, wenn ich diese Fähigkeit nicht hätte, wenn ich alles mit nach Hause bringen würde. Sie haben Ihre Abgrenzungsfähigkeit schon früh entdeckt. Kann es sein, dass manche Fähigkeiten in uns bereits vorhanden sind und wir sie dann im Laufe des Lebens erst entdecken dürfen oder können? Ja, Sie sprechen ein ganz tolles Thema an, das ist das Thema der Resilienz. Natürlich ist es mir auch in die Wiege gelegt, die Fähigkeit, gut mit Dingen umgehen zu können. Die Resilienzforschung ist ja riesig. Das heißt, es gibt einfach manche Menschen, die sind stabiler als andere, muss man sagen. Es gibt auch viele Studien, wenn zum Beispiel ein sehr belastendes Ereignis da ist, dass nicht alle dann eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Das heißt, was eine Belastung ist, ist sehr subjektiv und auch der Umgang damit ist sehr subjektiv. Aber das ist wirklich die Resilienzforschung, da könnten wahrscheinlich andere jetzt besser darüber Auskunft geben, aber ich finde es sehr spannend. Das würde sich als Thema wahrscheinlich ebenso hervorragend für unseren Podcast eignen. Glauben Sie, dass Kinder, die heute geboren werden, ein besseres oder ein schlechteres Leben als ihre Eltern haben werden? Da ist die Antwort ganz klar ein anderes. Es ist ein ganz ein anderes Leben. Was für Eltern wichtig ist, zu wissen, das Handy gehört zum Leben dazu. Ich habe ganz interessant ein Beispiel gefunden von einem Leiter einer Medienentzugsklinik in der Schweiz, der gesagt hat, Eltern müssen sich im Klaren sein, wenn ein Jugendliche zu spät heimkommt und man nimmt ihm das Handy weg, ist das gleich wie wenn der Mann zu spät heimkommt und man dreht ihm den Strom ab. Das heißt, das Leben verändert sich, es ist ein anderes Leben und wichtig ist für Eltern anzuerkennen, diese Welt ist eine andere. Die Kommunikation hat sich ganz stark auf die Medien verlagert. Für die heutigen Kinder und Jugendlichen wird es einfach später einmal wichtig sein, ihre sozialen Kompetenzen zu schärfen. Das heißt, das persönliche Gespräch mehr zu trainieren, weil natürlich auch alles über die Medien läuft. Also die Kommunikation ist eine andere. Wir werden lernen müssen, wie schreibt man ein E-Mail richtig? Wie formuliere ich ein WhatsApp? Wie schreibe ich auf Telonym richtig? Ist das überhaupt das richtige Medium für mich? Smalltalk-Training vielleicht zu machen. Das werden Fähigkeiten sein, die unsere Eltern vielleicht von frühester Kindheit an trainiert haben, die den Kindern jetzt wahrscheinlich fehlen, wo man den Fokus setzen sollte. Und was ich auch merke, ist, dass die Kinder und Jugendlichen aktuell sehr mit dem Thema Umwelt beschäftigt sind. Das heißt, das Thema Umwelt, Umweltverschmutzung ist für die heutigen Jugendlichen ein sehr wichtiges. Wie geht es mit unserem Planeten weiter? Das sind Themen, womit unsere Eltern wahrscheinlich nicht konfrontiert waren. Was denken Sie, wie könnte unsere Welt dann in 50 Jahren aussehen?
Also wenn ich ehrlich bin, möchte ich mir das gar nicht vorstellen. Ich bin sehr froh, dass ich heute lebe in dieser Zeit. Ich glaube, dass es für zukünftige Generationen schwieriger wird, was jetzt Umweltverschmutzung betrifft, das Klima betrifft. Ich glaube nicht, dass es leichter wird. Ich glaube, der Mensch ist auch sehr anpassungsfähig und wir hätten wahrscheinlich das Potenzial, uns gut anzupassen und gut mit den Situationen und Belastungen umzugehen. Ich denke, dass in unserer Zeit schon ein Umdenken da ist, durch die Aufklärung, die passiert, die Dinge, die wir erfahren. Und ich glaube, dass es schon Weichenstellungen gibt, die in die richtige Richtung führen. Und ich finde es auch gerade als Vorbildwirkung sehr wichtig, dass wir die Hoffnung vorleben und das Veränderungspotenzial auch aufzeigen. Das war Wandelsicher. Hat dir diese Podcast-Folge gefallen? Dann empfehl uns doch weiter. Alle Episoden und Gespräche mit außergewöhnlichen Menschen sowie Neuigkeiten rund um das Hilfswerk findest du auf unserer Website unter www.hilfswerk-steiermark.at oder besuche unsere Social-Media-Portale. Du findest das Hilfswerk Steiermark auf Facebook und Instagram. Bis bald und wir hören uns!